Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal, Kata, heute machen wir eine wirklich sehr doll coole Challenge. Und zwar können wir uns hier die verschiedenen Chunks freischalten. Wir befinden uns hier im ersten Chunk, wo wir gestartet sind. Und der Chunk ist hier durch die grünen Partikel begrenzt. Wenn wir den Chunk verlassen sollten, kriegen wir ultra viel Damage. Das bedeutet, wir können maximal 1 oder 2 Sekunden außerhalb des Chunks sein. Und wir können aber hier den Chunk erweitern. Wir könnten für 20 Punkte, den Chunk hier hinten kaufen. Oder den hier, oder den hier, oder den hier. Also alle 4 Seiten können wir natürlich erweitern. Und wir bekommen Punkte, wie man schon ein bisschen auf der Seite sieht, wenn wir Blöcke abbauen. Das bedeutet, wir sammeln die Punkte gemeinsam. Wir haben schon 17, 18 Punkte und die verschiedenen Chunks kosten auch verschieden viel Geld. Da oben der Chunk kostet nur 10 Geld. Okay, da kann ich den hier freischalten und zack. Und jetzt wurde unser Chunk hier vorne mit dem Chunk erweitert. Jetzt haben wir schon 2 Chunks, also die doppelte Größe. Und wir müssen jetzt hier wirklich sehr viele Blöcke sammeln insgesamt, um uns noch mehr Chunks freizuschalten. Dann würde ich sagen, Kata, ich helfe dir hier ein bisschen beim Holzfarmen. Da können wir uns auf jeden Fall schon ein bisschen Werkzeug machen. Und wir können uns natürlich auch nach unten buddeln. In eine kleine Höhle vielleicht. Guck mal, wir können sogar den Schnee abbauen. Dafür bekommen wir zum Beispiel auch Punkte. Ich habe das ganz easy sogar. Ja, ja, ja. Das ist eine sehr gute Idee. Das geht super, super schnell, den Schnee hier abzubauen. Soll ich das freischalten hier? Ja, das ist eine gute Idee. Da haben wir hier auch die Häuser in unserem Chunk drin. Und wir sehen jetzt hier die neuen Schilder für die neuen Chunks. Die kosten jetzt schon 110 Geld. Hier vorne der Chunk würde 100 kosten nur. Und hier drüben hätten wir noch ein Schild. Moment mal. Das Schild ist auf dem Haus hier, glaube ich, drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da oben ist das Schild, um den Chunk hier zu kaufen. Ach man, okay. 60 würde der Chunk hier kosten, aber in dem Chunk befindet sich nicht so viel drin. Also wir könnten vielleicht zuerst mal das Dorf hier ein bisschen freischalten oder da hinten ein bisschen in die Richtung gehen und uns natürlich schon ein bisschen ausrüsten mit Steinwerkzeug. Holz haben wir hier jetzt auch schon ein bisschen. Das ist sehr gut. Ich mache mir mal ganz kurz eine Schaufel. Ich habe eine Idee. Wir könnten uns einen Schneemann machen und den ein bisschen einsperren und unter dem Schneemann den ganzen Schnee abbauen. Da kriegen wir in Sekundenstelle hunderte viele Punkte. Aber dafür brauchen wir einen Kürbis. Ja, die sind hier vorne. Dafür kann ich hier den Chunk für 30 Punkte freischalten. Jetzt können wir hier in den Chunk rein und man sieht hier schon die Abgrenzung. Also da vorne den Chunk haben wir, hier den Chunk haben wir, hier den Chunk haben wir noch nicht. Aber wir können jetzt hier die Kürbisse abbauen. Moment mal, brauchen wir einen geschnitzten Kürbis oder einen normalen Kürbis? Ich glaube, einen geschnitzten. Dafür brauchen wir auf jeden Fall 2 Eisen für eine Schere. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mir erstmal eine kleine Spitzhacke und farm ein bisschen Stein. Und vielleicht finde ich dann sogar schon ein bisschen Eisen. Ja, ich hätte gerne eine Kiste hier gehabt, aber irgendwie finde ich keine. Oh. Oh nee, Epic. Ich bin hier jetzt reingeblumst. Ja, ich merke es. So und so, das wird alles abgebaut. Wir müssen auch unterirdisch so doll gut aufpassen, dass wir die Chunks auf keinen Fall verlassen. Sonst kriegen wir super, super, super viel Damage. Okay, hier unten ist auf jeden Fall ein bisschen Eisen. Da mache ich mir ein Crafting Table. Dann mache ich mir einen Ofen, um das Eisen zu schmelzen. Und vor allen Dingen brauche ich auch eine Steinspitzhacke, um das Eisen abzubauen. Beides habe ich. Dann kann ich hier das Eisen abbauen. Und, oh, es ist richtig doll viel Eisen. Okay, da mache ich auf jeden Fall die Schere daraus, dass wir den Schneemann machen können, um richtig doll viel Schnee abzubauen. Und damit bekommen wir so, so doll viele Punkte. Das ist sehr gut. Dann bitte hier den Ofen hinstellen. Dann kann ich hier das ganze Eisen schmelzen insgesamt. Ein bisschen Kohle nebendran kann ich auch abbauen. Das zweite Eisen ist gebraten. So, da kann ich auf jeden Fall eine Schere machen. Okay, 3 Herzen. Und damit kann ich hier den Kürbis schnitzen und zack. Und wir können den Snow Golem bauen. Okay, hier können wir auf jeden Fall den Snow Golem reinbauen. Da kommen jetzt 2 Schnee hin und zack. Jetzt haben wir hier einen kleinen Snow Golem. Der produziert jetzt hier immer Schnee und den Schnee können wir abbauen. Und damit bekommen wir richtig doll viele Punkte. Schau mal, Kata, wie viele Punkte wir bekommen. Oh ja. Wow, das ist ein wirklich super doll guter Trick. Die ganzen Blöcke werden abgebaut. Für jeden einzelnen Block, den wir abbauen, bekommen wir 1 Punkt. Wow, jetzt haben wir schon 270 Punkte. Okay, da kann ich auf jeden Fall hier vorne den Chunk freischalten für 190. Da kommen wir jetzt hier sogar schon bis zu dem Häuschen hin. Okay, dann würde ich sagen, Kata, ich komme zu dir nach unten hin wieder und wir können auf jeden Fall richtig viel Eisen suchen und vielleicht finden wir auch sogar schon den ein oder anderen Diamanten, um ins Nether zu kommen. Okay, ich bin auf jeden Fall hier unterirdisch in einer kleinen Höhle. Hier ist richtig doll viel Eisen und vor allen Dingen ist auch hier Lava und vielleicht finde ich sogar ein bisschen, Diamanten. Das wäre gut. Okay, ich buddel mich ein bisschen hier in die Richtung. Ich muss so doll gut aufpassen, dass ich auf jeden Fall den Chunk nicht verlasse. Okay, ich höre auf jeden Fall ein zombiges Lava. Kann ich hier hin? Das sind Diamanten! Das sind Diamanten. Nice. Oh, yeah. Okay, die baue ich ab. Zack und zack. Okay, 3 Diamanten habe ich. Okay, ich bin hier auch noch innerhalb des Chunks. So und so, da geht es hier entlang. Und hier ist ein Zombie, da vorne ist auch ein Creeper. So, Zombie wird weggestetzelt. Und dann würde ich sagen, ich baue hier auf jeden Fall noch ein bisschen das Eisen ab. Da könnte ich mir einen kleinen Eimer craften und hier über die Lava das Wasser schütten. Und dann kann ich hier mit der Diamantspitzhacke ein bisschen Obsidian abbauen. Okay, dann mache ich mir auf jeden Fall einen kleinen Crafting-Table. So und so, dann kann ich mir hier die Spitzhacke craften. Ich höre ein Skelett,
Skelett. Oh, oh, pass ja auf, ne? Au, das hier neben mir. Hey, was ist denn hier los? Okay, ich habe zum Glück mein Schild. So, das passt. Ich habe auch ein bisschen was zum Essen. Okay, die Kartoffeln könnte ich auch noch ein bisschen braten. Das wäre auch sehr gut. Und ich kann mir jetzt auf jeden Fall die Diamantspitzhacke machen. Und zack. Und aus dem Eisen kann ich mir auch einen kleinen Eimer machen. Vielleicht finde ich hier ein bisschen Wasser. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Spitzhacke kommt hier hin. So und so. Ja, ja, hier ist Wasser. Okay, das kann ich mitnehmen. Das ist ein Baby-Zombie. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, oh. Dann geht's hier wieder zurück zur Lava. Ich hoffe, hier habe ich den Chunk auch schon freigekauft. Dann geht's hier entlang. Und hier bei der Lava kann ich auf jeden Fall das Wasser platzieren. Und jetzt kann ich hier das ganze Obsidian abbauen. Sehr gut. Okay, 10 Obsidian habe ich jetzt hier abgebaut insgesamt. Dann würde ich sagen, Katja, ich komme wieder zu dir nach oben. Mhm. So und so. Ab nach oben insgesamt. Dann können wir auf jeden Fall das Portal bauen. Und dann geht's ins Nether. Und dort können wir natürlich auch weitere Chunks freischalten. Das ist sehr gut. Hallo, Katja. Und oh, du baust dir die ganze Zeit den Schnee ab. Ja. Dankeschön. Okay, 940 Punkte haben wir gerade wieder. Dann würde ich sagen, ich stelle hier oben einfach das Portal auf. Da geht's ins Nether. Und im Nether müssen wir natürlich dann auch wieder die Chunks freischalten und wieder Punkte farmen. Aber wir können das Netherrack ein bisschen schneller abbauen als zum Beispiel Erde. Das ist auf jeden Fall schon sehr gut. Okay, ich entzünde es in 3, 2, 1 und entzündet. Komm hoch. Alle da unten. Ich helfe dir ein bisschen. Guck mal, bitteschön. Da können wir hier natürlich wieder zubauen, dass er nicht abhaut. Sehr gut. Okay, ab ins Nether insgesamt. Okay, let's go. Okay, ich muss hier hin und zack. Und jetzt können wir hier wieder die ganzen Blöcke abfarmen. Wir haben jetzt gerade 30 Punkte und der erste Chunk zum Freischalten kostet 20. Okay, das ist sehr gut. Den habe ich schon freigeschaltet und wir sind ja glücklicherweise direkt neben einer Festung. Okay, schau mal, wie viel das Schild hier unten kostet. Das ist auch ein weiteres Schild. Okay, das Schild würde hier irgendwo 100 kosten. Der Gast schießt hier auf mich. Okay, warte mal, ich baue mich wieder nach oben. Mein ganzes Inventar ist hier voll mit Schneebällen. Okay, den Chunk habe ich jetzt auf jeden Fall hier gekauft. Wie viel kostet der Chunk hier vorne? Der kostet 130. Okay, da baue ich hier auf jeden Fall auch ein paar Blöcke ab. Da können wir gleich den Chunk uns auch holen. Und da müssen wir hier auf jeden Fall ein paar Blazes wegstetzeln. Ich habe 1,5 Herzen. Oh, was ist da denn los? Der Gast ist direkt hier bei mir. So und so. Oh, oh. Warte, das kann ich zurückschlagen. Und ja, haben wir getroffen. Sehr gut. Da kann ich den Chunk mir hier holen. Okay, da könnten wir uns vielleicht hier ein bisschen nach oben bauen. Und hier oben ist der Blaze-Spawner. Oh, oh, die schießen alle auf uns. Ich habe das Schild auf jeden Fall schon parat. Okay, bitte alle wegstetzeln, ihr Blazes. Oh, die schießen nochmal. Gott, pass bloß auf, pass bloß auf. Ja, weg, 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 weg. Ich brenne hier auch ein bisschen. Okay, den ersten habe ich schon weggestetzelt. Ich gehe wieder ein bisschen zurück insgesamt. Okay, ich habe aufgehört zu brennen. Das ist sehr gut. Okay, okay, jetzt können wir sie wegstetzeln. Jetzt können wir sie wegstetzeln. Oh, der wird auch gleich schießen. Pass auf. Und das sind weitere. Okay, die müssen wir ganz schnell wegstetzeln. So, den habe ich. Sehr nice. Hilf, ich bin runtergeblumst. Okay, ich habe 2 insgesamt. Ja, reicht. Ich habe 5. Oh, sehr gut. Ich komme zu dir. Aua, wurde weggestetzelt. Von mir. Gott, du. Sorry. Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir schnetzeln hier auf jeden Fall noch ein paar Endermänner weg für Enderperlen. Und dann craften wir uns Enderaugen und gehen zum Endportal. Und hier ist das Endportal. Ich kann hier auf jeden Fall den Spawn abbauen. Die Silberfisch, die Hilfe. Komm immer mehr. Bitte abbauen. Okay, dann kann ich hier auf jeden Fall schon mal die Eye of Ender reinlegen. Okay, 3 Stück brauchen wir noch. Ja, warte. Oh, ja, Gott, ja, oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, die schubst mich hier runter. Die kommt von überall, die kommt von überall. Dankeschön. Ja. Und ab ins End. Bye, bye. Bye. Und schau mal, Katja, wir sind jetzt hier im End insgesamt und wir müssen uns erstmal da vorne hinbauen. Oh, dankeschön. Du hast auf jeden Fall ein bisschen Netherrack. Ich habe auch ein bisschen Netherrack. Dann geht es da vorne auf jeden Fall zur Endinsel. Vielleicht kann ich da vorne schon den Kristall wegschnetzeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. So und so, bitte wegschnetzeln. Und wir müssen hier im End natürlich auch wieder Blöcke abbauen, um die Chunks freizuschalten. Und wir sehen hier die Grenze in die Richtung. Okay, ach du Gate, du bist gleich da. Ah, okay. Okay, warte, wir können uns hier vielleicht ein bisschen außen rum bauen. Hier ist noch ein Schild, wo wir uns noch weiter den Chunk freischalten könnten. Okay, hier ist das nächste Schild. Für 280 Blöcke. Oh, Achtung, Gacha. Können wir uns hier weiterbauen? Okay, ich brauche unbedingt ein bisschen was zum Essen. Und es dauert echt ein bisschen länger, hier das Endstone abzubauen. Okay, so und so. Wir brauchen 280 Punkte. Oh, das schaffen wir. Und Moment mal, ich gehe auch noch ein bisschen sammeln. Dann gehe ich jetzt kaufen. Ja, sehr gut. Du kannst die ganze Zeit auch vielleicht einfach die Netherracks abdingsen. Stimmt, das geht viel schneller. Das ist eine super gute Idee. 320 können wir uns nicht leisten. Okay, okay, 320 kostet das. Wenn wir das freischalten, haben wir auf jeden Fall schon das Portal hier in der Mitte, glaube ich, in unserem Chunk drin. Drachenatem, Achtung. Oh, oh. Das ist auch so. Das stimmt, das ist richtig fies. Wir können hier unseren Chunk nicht verlassen. Und der Drachenatem bedeckt hier fast den kompletten Chunk insgesamt. Okay, du baust dich hoch und baust dann das Netherrack ab. Dadurch bekommen wir richtig viele Punkte bzw. Blöcke dazu. Das ist eine sehr gute Idee. Ich baue mich auch ein bisschen nach oben, Karte. Ich helfe dir. So und so und so. Da können wir die wieder abbauen. Bitte abbauen. Jetzt haben wir schon 200. Und ich glaube, der Enderdrachen kommt wieder, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht kann ich hier vorne auch den Crystal wegschnetzeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Noch mehr Drachenatem hier unten. Hey, was soll das denn? Da platziere ich hier wieder das ganze Netherrack. Und bitte
bitte das hier alles auch wieder abbauen. 317, 18, 19 und 320. Okay, das wird freigeschaltet. Jetzt haben wir den Chunk hier auch. Und der Chunk ist hier fast in der Mitte vom Portal. Okay, das ist sehr gut. Der Chunk hier würde 360 kosten und der Chunk hier würde 330 kosten. Okay, dann würde ich sagen, wir können von hier auf jeden Fall probieren, noch ein paar Ender-Crystals wegzuschnetzeln. Und wenn der Enderdrache in der Mitte landet, können wir ihn auch schon ein bisschen wegschnetzeln. Mhm. Okay, hier ist so viel Enderdrachenatem insgesamt. Wir können uns fast nicht mehr bewegen. Und oh, er landet wieder. Oh, oh, pass bloß auf, pass bloß auf. Okay, wir haben den Ender-Dragon jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Damage gemacht. Er kommt wieder zur Landung. Okay, wir könnten ihn wegschnetzeln. Ich mache mit dem Bogen auf jeden Fall auch schon ein bisschen Damage insgesamt. Okay, er ist wieder gelandet. Er hat sich in die Richtung hier gedreht. Kann ich ihn so ein bisschen erwischen insgesamt? Ich komme nicht dran! Nein! Außer, dass du Damage bekommst halt, ne? Oh, nein! Oh, ich wurde weggeschnetzelt! Nein! Das war ja wirklich richtig doll knapp. Und schau mal, Kater, wir haben gleich den Ender Dragon. Wir können ihn vielleicht ein bisschen mit dem Bogen treffen. Oder können wir wegschätzen? Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Easy. Er landet. Ja, nochmal ja, getroffen. Einmal. Und ja, sehr gut. Wir haben es geschafft, Kater. Wir haben den Ender Dragon weggeschnetzelt. Oh, wie gut. Und jetzt bekommen wir tipptopp viele Level insgesamt. Und bitte aufsammeln. Das Level ist da vorne. Schnell Level, schnell Level. Schnell zurück. Das hat aber wirklich richtig, richtig doll viel Spaß gemacht. Wir konnten durch Blöcke Punkte sammeln, dadurch hier die Chunks immer erweitern. Aber es war auch wirklich so, so doll schwierig. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.